Hallo und herzlich willkommen zurück bei Red Dead Online. Wir spielen wieder eine entspannte Runde Red Dead Redemption 2 im Online-Modus und wir befinden uns hier immer noch in Armadillo. Hier sind wir beim letzten Mal stehen geblieben, nachdem wir den dritten Teil und damit auch den letzten der Blutgeldmission Eisenbahnvertrag abgeschlossen hatten und uns hier in der Nähe noch ein paar Steuerbeamten gewidmet hatten. So, jetzt haben wir insgesamt 12 Kapitale. Das heißt, uns fehlen noch 3, um, tja, endlich mal eine der Gelegenheiten angehen zu können. Das heißt, wir hatten ja schon gesehen, dass sich hier in der Nähe der James Langton befindet. Ja, dann werden wir mal hinreiten und mal schauen, dass wir von ihm noch eine weitere Mission abholen. Das heißt, wir werden einfach mal rüberreiten und ja, mal schauen, was er für uns hat. Schalten wir uns auf jeden Fall die Karte natürlich wieder ein. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall wieder nach Süden und da ist auch schon zu sehen. Das heißt, wir reiten einfach querfeld ein. Sehen wir, die haben auch noch keinen Wegpunkt für. Das finden wir auch so. Ich habe mich in der Zwischenzeit um die Waffen gekümmert. Die waren ja ziemlich runter oder beziehungsweise ziemlich verdreckt vielmehr. Und die sind wieder gereinigt. Wir haben wieder neue Munition hier noch kurz am Postkasten gewesen und die rausgeholt. Also da können wir uns jetzt ganz entspannt der nächsten Blutgeldmission widmen. Mal gespannt, ob er irgendwie was Nettes gibt von ihm. Na, mal sehen. Mal sehen, dass wir irgendwas machen, was wir noch nicht hatten. Da wäre ich großer Fan von, aber im schlimmsten Fall machen wir halt eine Mission, die wir kennen. Na, dann ist es vielleicht auch einfacher, die Schatullen oder so, also die Schatullen zu finden. Oder das, wo wir die Kapitale finden. Oh, wir müssen auf jeden Fall hier um den See rum. Da drüben ist seine Hütte, wo wir ihn treffen können. Müssen wir hier so ein bisschen rechts rumreiten. Auf jeden Fall eine sehr nette Ecke hier auf jeden Fall. Sehr nettes Stückchen Land hier. An diesem kleinen idyllischen See hier mitten in der Prärie. Würde man ja nicht erwarten, dass es hier so ein See gibt. Muss wahrscheinlich vulkanischen Ursprungs oder so sein. Naja, okay, wir werden mal hier runter. Mal Beauty den Hang vorsichtig runterrutschen lassen. Mal sehen. Aber wir sollen uns ja nicht überstürzen. Oh, und wie immer, wir machen das ganz entspannt, ganz in Ruhe, schauen uns das an, was er da für uns hat. Und dann werden wir das einfach wieder angehen. Oh. So, da sind wir auch schon bei ihm. Ja, also wirklich ein nettes Anwesen hier. Also, ja, könnte ich mir das auch vorstellen zu wollen. Also, wenn man sich das so anschaut, sehr idyllisch. Auch ein bisschen abgelegen. Und, oh, sicherlich die Internetanbindung wieder schlecht hier. Nee, also, trotzdem. Naja. Jo, also, das kann man aushalten. Da unten ist ein Fischpool zu sehen. Oh, welche unterirdischen Wasserquellen. Oh, das ist auch nett. Oh, wer weiß. Okay, also hier könnte man jetzt wirklich echt erstmal die Picknickdecke rausholen. So, gucken wir mal, da ist ja der James Langton wieder. Okay, gut, und diesmal hat er auch Blutgeldmission für uns. You've been quite the help to me, you know that. Got a new line of work here. Word is, there's Capitale involved too. I've seen some tricks in my time. But this Capitale business is something else altogether. Okay, seht ihr noch ein bisschen was. So, wir haben auf jeden Fall eine Mission, die wir noch nicht kennen, das ist die Rückzahlung. Okay. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Der Eisenbahnvertrag, den kann man tatsächlich nochmal starten, wie man hier sehen kann. Ihr seht, das ist der gleiche Aufnahmetag. Wir haben jetzt hier noch eine Abklingzeit von 10 Minuten. Okay, also geht hier auch direkt nach der letzten Folge weiter. Dann würde ich sagen, widmen wir uns mal hier der Rückzahlung. Gucken wir uns mal ganz kurz die Missionsbeschreibung, bzw. die Missionsinfos an. Da heißt es, finde den Lohngeldwagen und erleichtere ihn um seine Fracht, welche auch Kapitale umfassen soll. Thing is to make money out of it while it's here. Na okay, man sollte die Gelegenheiten nutzen, alles klar. Okay, dann werden wir die Rückzahlung mal angehen. Don't matter how hard we work, some folks always think they're above the law. Which is to say, some folks think they're above me. Now, the folks in question run a gun for hire outfit. They believe their skill and strength at arms means they have no need of respect. Find their payroll wagon. You'll need the schedule from someone. Word is they're holding Capitale, too. It's all fair game. Enjoy. Okay, sehr nett. Wir sind offensichtlich immer noch in der gleichen Gegend unterwegs und wir sollen jetzt nach Plainview reiten. Schauen wir mal ganz kurz. Ja. Wo sind wir jetzt hier? Schauen wir uns das ganz kurz an. Mercer Station, die kennen wir, da waren wir schon mal. Und von seinem Ort sind wir jetzt auch ein bisschen weiter westlich, also zwischen Armadillo und Tumbleweed quasi. Okay, gut, sehr schön.
Okay, wir haben noch keine Zeitbegrenzung. Na, dann können wir erstmal dahin reiten. Dann geht das wohl erst los. In Ordnung. Gut, dann machen wir das mal. Klingt wieder so ähnlich wie die, ja, Postgeldkutschen-Mission, die also die erste Geldmission, die wir gemacht haben. Na, mal sehen, wir sollen wohl wieder einen Fahrplan, also irgendwas Ähnliches finden. Na gut, schauen wir mal, was das wird. Auf jeden Fall, ja, wirkt so ein bisschen dieser James Langton, wirkt ein bisschen so ähnlich wie ein abgehalfterter Sheriff. Oh, er scheint immer noch seinem Job nachzugehen. Oh, oh, wir sind schon fast wieder im Lager. Erledige den Vorarbeiter. Okay, die greifen uns aber nicht direkt an. In Ordnung, wo ist denn der Vorarbeiter? Der ist auf der anderen Seite. Dann reifen wir doch einfach noch rum. Tja, wenn die uns dann nicht bemerkt haben, ihr Pech. Also, ich denke schon, dass sie uns bemerkt haben, aber nicht für voll nehmen, offensichtlich. Okay, nett. Oh Gott, wo ist er denn? Mal sehen, ob wir den finden können. Wir können ja mal schon mal den Karkano in Anschlag nehmen. Wir setzen uns wieder unser Halstuch auf, bevor wir hier loslegen. Gucken wir uns mal um. Tja, wer weiß, wir können auch einfach losschießen. Mir wird jetzt lieber, wir schauen mal, wo wir den finden können. Vielleicht, wer das ist von denen. Das ist nicht so ganz klar. Mal sehen, ob der Dead Eye was verrät, aber das ist hier in dem Fall nicht möglich. So, jetzt muss er an dem Zelt da vorne stehen. Ich nehme mal an, das könnte der Vorarbeiter sein oder der Kumpel daneben. Mal sehen, ich glaube, wir werden einfach mal alle erledigen. Tja, wir sollen ja auch die bloß erledigen, ne? Würde ich sagen, wir schicken mal Beauty weg, beziehungsweise lassen Beauty hier stehen. Eigentlich müssen wir so wegfliegen. Genau, wir lassen sie mal fliehen, das ist glaube ich besser. Muss ich ja nichts abkriegen, ist ja nicht nötig. So, wir verstecken uns mal hier mal wenigstens ein kleines bisschen Deckung. Das könnte sogar schon der Vorarbeiter sein. Ich glaube, das war aber nicht. Gut, kümmern wir uns um die Jungs hier. Die können ja nichts, glaube ich. So, glaubt er schon erledigt. Und dann können wir den Zeitplan wohl plündern. Kümmern wir uns hier kurz um den. Aber so, können wir erwarten hier von denen. Nicht viel, glaube ich. Der ist erledigt. Ne, das war nicht. Gut, kümmern wir mal kurz um den. Oh, der ist erledigt. Und wir werden mal kurz einen Schwarzbranden trinken. Oh, das muss sein. Jetzt hier ein bisschen zu viel HP verbraucht. War ein bisschen zu offensiv. Wir hatten aber auch nicht wirklich Deckung. Also von daher auch egal. Dafür haben wir schließlich im Inventar. Der ist nicht zum Angucken da. Und ab und zu ist ein Schluck Schwarzbrand halt auch mal ganz nett. Und hier mal die Gegner wenigstens aus der Nähe. Ist ja auch mal ganz nett. Und dann sterben sie wenigstens alle auf ihrem Haufen. Oh, hier. Brauchen wir uns nachher beim Plündern nicht so viel umsehen. Der geht schneller. Oh, der Kerl braucht sich ja nicht verstecken. Und da hinten ist unter irgendwer. Oh, wollen wir ihn da abgehauen? Ne, der versteckt sich da. Der hat geklubt damit. Würde er da entkommen. Hm, da liegt er immer noch. Oh, jetzt ist er aber erledigt. Sehr schön. Wir haben alle. Wir haben wieder irgendwie unseren Hut eingebüßt. Das finde ich gar nicht gut. So, wir sind aber schön alle auf ihrem Haufen hier gestorben. Tja, die on a pile. Wird immer gut. Das macht den Looten einfacher. Oder auch schwerer. Eigentlich in Red Dead macht es das eher schwerer. So, gucken wir mal. Oh, wir sind ja einige. Oh, können wir die einfach durchschalten. Ist ja nett. Und jetzt sollen wir die Postkutsche stehlen. In Ordnung. So, schauen wir mal jetzt kurz durch, ob wir noch wen plündern können. Ja, können wir. Oh, wir schauen uns hier aber, wie gesagt, ganz in Ruhe um. Und 11 Minuten Zeit für die ganze Geschichte hier. Oh, unseren Hut haben wir irgendwo eingebüßt. Das zeigt nicht, ob wir passen, wo wir den eingebüßt haben. Dadurch ist es besser, wir besorgen uns den wieder, wenn wir auf Beauty sitzen. Das dürfte die bessere Variante sein. So, schauen wir mal. Ich denke nicht, dass wir hier bei denen Kapitale finden. Das sieht nicht gut aus hier. Ne, ne. So, der Typ hat nichts mitgekriegt. Unser Verbrechen wurde nicht gemeldet. Wir haben unsere Ruhe. Das ist sehr gut. Oh, die Vorräte hier sind auch nicht so doll. Ein bisschen gesalzenes Fleisch. Na, immerhin. Können auch was essen, bisschen Dosenfleisch, in Ordnung, wird eingesteckt. Aber, wie gesagt, wir schauen uns in Ruhe um, nicht, dass wir hier irgendwas übersehen, das wäre zu schade. Da steht auf jeden Fall noch eine Flasche Brandy, so wie das aussieht. Ah, Guarana rum, okay. Oder Guama rum. Ah, gut, okay. Ich glaube, die Kutsche bewegt sich auch schon. Wir sind schon irgendwie zu sehen, naja, gut. Wir wollen schon mal Beauty ran. Aber ich glaube, hier ist wirklich nichts, ne, sieht nicht so aus. Wir können jetzt nochmal auf der Kutsche gucken, da könnte es noch was sein. So, schauen wir hier uns den Kameraden noch an. Wir sehen ja, ob wir jetzt den Vorarbeiter schon gelootet haben. Schlecht zu entscheiden. Aufpassen müssen, wer das war. Wir haben ein paar Süßigkeiten, das ist nett. Noch ein kleiner Zuckerschuss hier. So, Beauty ist da. Sah so aus, als hätte es was gefunden. Oh, nee, also ich hab das Gefühl, hier gibt's nichts. Ich glaube, wir haben uns irgendwie gesehen.
glaube, das können wir lassen. Gut, okay, war das. Dann hoffe ich, der Vorarbeiter hat was dabei. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. Dann müssen wir halt nochmal eine Mission machen. Kann ich auch mitnehmen. So, das heißt, wir werden mal der Postkutsche folgen. Die muss hier irgendwo in der Nähe sein. Schauen wir mal, wo sie sich gerade befindet. Oh, da drüben bei Benedict Point. Wo muss geradeaus hinreiten? Die scheint auch zu stehen. Die scheint sich nicht zu bewegen. Okay, das ist gut. Das macht die Sache auf jeden Fall einfacher. So, wir werden mal wieder unseren Hut rausholen. Oh, Redaxu-Hut. So viel Zeit muss sein. So, dann werden wir da mal hinreiten. Dann machen wir das Querfeld ein. Das dürfte das Beste sein. Ich denke schon, dass wir jetzt hier im Lager irgendwas übersehen haben, aber wir haben jetzt hier 9 Minuten noch und ich möchte das Ganze nur abschließen. Also reiten wir mal am besten los und schau mal, was uns da denn drüben erwartet. Oh, ist ja hier bloß ein großes Stück quasi. Hm, wenn man das direkt macht, sollte das kein Problem sein. Und zufällig ist das hier nicht oder so üblich nicht. So, bin mal gespannt, da müssen wir die ja gleich, ja, eigentlich sehen können schon. Ein bisschen noch hinter den Bäumen vielleicht. Dann sollten wir den ersten Blick darauf kriegen. Und wir sollen die ja eigentlich nur stehlen. Mal sehen, ob wir nochmal Gegenwehr haben. Oder ob die da einfach nur geparkt ist. Aber naja, wer würde die da einfach unbewacht stehen lassen? So, da unten. Oh, das ist aber eine sehr hübsche Szenerie hier. Da steht der Zug und dahinter steht die Kutsche. Da sind ja einige. Oh, da haben wir noch einige, was wir uns anschauen können, offensichtlich. Gut, ich würde sagen, wir steigen mal ab. Lassen mal Beauty hier stehen hinter der Kante und dann werden wir uns den mal annehmen. Ja, da sind ja einige. Tja, gut, okay. Oh ja, nur mehr Futter für Kano. Ich würde mal sagen, wir schalten als erstes den Fahrer aus. Nicht, dass da noch einer mit der Kutsche abhaut. Das wäre unschön. Ja. Ja, kümmern wir uns so kurz um die. Der reicht nicht hier. Ah, da unten steht noch einer. Der andere versteckt sich da gerade. So, und unter uns sind noch einige, so wie es aussieht. Okay. Wenn wir den kriegen können. Muss er jetzt in die Rand? Ah. Da kommen ein paar Sheriffs. In Ordnung. Ja, müssen wir uns um die wo kümmern. Mal sehen. Ja, den mochte Kakano. Ist besser. Ja, die wissen nicht richtig, wo sie hin sollen. Da unten ist Unaena. Oh, der ist erledigt. Ja, kommen jetzt die Sheriffs hoch. Ja, die kommen aus der Richtung irgendwie. Ah, da ist er schon. Das war jetzt ungünstig für ihn. Kommt der Kollege von ihm auch noch? Oh ja, muss ja irgendwo sein. Naja, ist egal. So, schauen wir mal, was wir einen Weg darunter finden, der nicht wehtut. Jetzt müssen wir mal da hinten runter gehen. Oh, einer steht ja neben uns. Das ist aber ungünstig für ihn, würde ich sagen. So, das soll er mal lassen. So, der ist erledigt. Oh, da haben wir noch eine Gesetzeshüte. Schön an den weißen Hüten zu erkennen. So, gut. Ja, müssen wir uns wieder mal um unsere Ehre kümmern. Das war jetzt auf jeden Fall ein bisschen negativ dafür, aber wir haben hier noch im positiven Bereich, also das muss das eigentlich nicht kratzen. So, hier unten muss einer sein, der kommt da rum. Danke, dass er uns den Weg verrät. Tja, so kümmern wir uns kurz um den. Wo will er hin? Jetzt ist er nicht mehr so mutig. Na, will ich mal treffen, danke. So. Dann schlagen wir einfach bewusstlos. Da kommt schon der Nächste, der was von uns möchte. Gut. Oh, der ist erledigt. Oh, da drüben ist noch einer. Oh, der ist erledigt. Der ist erledigt. Nö, ist er nicht. Jetzt ist er erledigt. Gut, sehr schön. Gut, plündern wir die ganz kurz. Wir haben da 5 Minuten Zeit. Wir sollen die kurz stehlen. Gut, dann machen wir das. Oh, müssen wir uns übrigens mal ein jetzt langsam hier. Meine Güte. Ein bisschen stressig hier heute. So, dann schauen wir mal. Da vorne steht die Kutsche. Mal sehen, ob wir da irgendwas fänden können, was uns hilft. Da kommen auf jeden Fall Sätzeshüter. Das gefällt mir ja nicht. Freundchen bleibt stehen. So, so viel zu dem Thema. So, schauen wir mal, ob wir hier was finden können. So, schmeißen wir den Kerl erstmal runter. So, jetzt würde ich sagen, sollten wir uns eigentlich mal umschauen, ob wir noch was finden können. Tja, aber wir haben nur noch 5 Minuten und wir sollen die Kutsche wohin bringen. Aber wir sollten uns auf jeden Fall erstmal um die Gesetzeshüter kümmern, die ja gerade ankommen. So, den Spitten erwischt und dann noch den da. Da kommt man ein bisschen zu dicht hier, der Kamerad. Erstmal nachladen. So, erledigt.
Oh, schade, dass wir hier noch niemanden gefunden haben. Guck mal ganz kurz, ob der Kutschenfahrer vielleicht was dabei hat. So viel Zeit muss mal sein. So, jetzt können wir schauen, wo wir die. Achso, wir können nicht nach. Ah ja, wir haben einmal Kapital gefunden. Oh, das ist doch nett. Oh, immerhin was. Gut. Oh, immerhin Ehen. Oh, ja, wir wissen nicht, ob wir noch viel mehr kriegen können. Da vorne kommen schon wieder welche. Das ist ja hier ein bisschen anstrengend mit denen. So, kümmern wir uns kurz um die. Oh, das waren jetzt die ganzen Gesetzeshüter hier. So, wo sollen wir jetzt die Kutsche hinbringen? Aha, gut, wir müssen die erstmal aus dem Suchgebiet raus, damit wir da einen Ort kriegen. So, ich hoffe, das ist richtig jetzt hier. Wenn die Mission bis fehlschlägt, haben wir auf jeden Fall ein Kapital hier gefunden. Das wäre schon mal gut, ja. Aber die wollen uns ja nicht anzeigen. Hänge die Gesetzeshüter ab, ja, müssen wir die erstmal loswerden. Wir sind jetzt auf jeden Fall außerhalb des Suchgebiets. Müssen wir das wohl aussitzen hier erstmal kurz. Oh ja, machen wir das. Gut, würde ich sagen. Können wir uns erstmal um uns selbst kümmern. Wir können auch was essen bei der Gelegenheit, wenn wir ja schon warten müssen. Also gucken wir mal kurz in unsere Tasche. So. Wir haben auch mal ein Großwildfleisch mit Ackerminze. Oh, sind wir wieder aufgefüllt. Wollen wir jetzt nochmal bei Beauty vorbeischauen. Ah, wir steigen schon mal auf. Genau. Gerade sagen, es ist abgelaufen. Und jetzt wollen wir die Postkutsche zum Zielort bringen. Müssen wir hier wohl nach rechts, so wie das aussieht. Und dann legen wir mal los. Nehmen wir den Pferden hier mal. Tja, die Spuren kann man in dem Fall ja nicht sagen. Die Peitsche in dem Fall wohl eher. Und dann werden wir uns mal dem Zielort annähern. Halten wir uns am besten auf den Wegen. Das dürfte das Beste sein. Oder wir schauen mal ganz kurz, wo wir überhaupt hin müssen. Ist ja nicht so weit, aber man muss dem Weg folgen. Das ist sehr gut. Das macht die Sache auf jeden Fall einfacher. Und wenn wir jetzt nirgendwo mit der Postkutsche hängen bleiben, dann ist das ja kein Thema. Auf jeden Fall eine etwas andere Mission als die, die wir schon hatten. Und auf jeden Fall, wenn man die ein bisschen kennt, glaube ich, kann man die auch anders annehmen. Aber wir wollen uns das erstmal alle ganz nur anschauen. Und wenn man die Mission kennt, ist das sicherlich was anderes. Aber wenn man die zum ersten Mal macht, dann, doch, dann kann das ein bisschen wild aussehen. Also, jetzt ja kein Problem mit. Finde ich auch in Ordnung. Auf jeden Fall haben wir die geschafft, würde ich sagen. Na gut, wir haben es noch nicht abgeliefert, aber was soll groß noch passieren? So, da vorne scheint aber zu sein, an dem Ort, wo wir hinbringen sollen. Hier unten, in, ja, eine kleine Ranch. Ja, genau, sind wir wohl richtig. Na schön, hervorragend. Muss noch einparken wohl. Nee, brauchen wir nicht. Ist mir auch lieber so. Hervorragend, haben wir das auch abgeschlossen. Wieder 32 Gold-Dollar Cent bzw. Nuggets erhalten, 29 Dollar. Okay, also auf jeden Fall von den Gold, also von den normalen Dollarbelohnungen her lohnen sich die Verträge, obwohl die Mehrteil in Missionen ganz gut. Oh, sehr schön, haben wir das. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Genau. Gucken wir mal ganz kurz. Wir müssten hier wieder dann hier von Tumbleweed sein. Ja, genau. Wo können wir nach Tumbleweed reiten, würde ich sagen. Ja, okay. So, apropos reiten, sollten wir uns erstmal Beauty besorgen, beziehungsweise mal Beauty ranrufen. So, kommt wieder von hinten natürlich, wie immer. Sehr schön, steigen wir mal auf. So, dann können wir uns erst einmal um unser Outfit kurz kümmern. Das sieht ja nicht, dass wir hier ohne Hut unterwegs sind. Also, den Redak sucht wieder auf. Oh, kein Schussloch drin oder ähnliches. Sehr nett. Gut, in Ordnung. So, dann sollten wir mal nach Norden reiten und uns kurz nach Sambleweed begeben. Schauen wir ganz kurz, ob es hier vielleicht irgendwas gibt an Sammelobjekten. Das kann ja immer mal sein. Sieht nicht so aus, in Ordnung. Ja, haben uns scheinbar ein Stückchen davon aufgesetzt, wo wir gerade die Kutsche abgeliefert haben. Gut, das war ganz nett, gut, aber haben leider nur eine Kapitale gefunden, fehlen uns also wohl noch zwei. Das können wir uns auch kurz anschauen. Ja, machen wir das ganz kurz, so viel Zeit muss sein. Schauen wir kurz mal bei den Wertgegenständen drin, genau. Wir haben jetzt 13, ich hoffe, das ist keine schlechte Zahl. Naja, gut. Ne, also weit probiere ich nicht, also von daher, wenn man nicht dran glaubt, dann ist es auch kein schlechtes Omen. So, dann werden wir mal da hochreiten, da oben liegt Tumbleweed wieder. Dann können wir höchstens nochmal bei dem Sheriff vorbeischauen, ob der noch eine Mission für uns hat. Eine einfache Frierung-Mission. Ich glaube, die können wir jetzt unermachen. Oh, jetzt wird es hier wieder schlagartig dunkel. Okay, also ein sanfter Tag-Nacht-Übergang. Sieht auch anders aus. Nun gut. Okay. Gut, wir wollen den Tumbleweed zurück. Sehr nett. So. Dann würde ich sagen, wie gesagt, gehen wir mal zum Sheriff-Büro rüber. Und gucken mal, ob der irgendwas für uns nettet hat. So, da ist der Gefängnis. Beziehungsweise das Sheriffsbüro. Lass mal Beauty hier draußen mal stehen. Anbinden brauchen wir nicht, die läuft nicht weg.
So, gucken wir mal, was der Sheriff für uns hat. Okay, Sheriff Freeman hat noch ein paar Freeroam-Missionen für uns. Schauen wir uns das kurz an. Da haben wir einmal einen gestohlenen Wagen, eine Karawanen-Eskorte und eine Sichererstellung. Ich würde sagen, wir haben noch nie eine Karawanen-Eskorte gemacht. Starten wir diese Mission. Good. Okay. In particular, I got another convoy needs protecting. These are decent people wanting to travel. But if they head out alone into this wilderness, the monsters and degenerates will come out to play. I will not let that happen. Keep them safe for me. Should be along shortly. Good luck out there. Na, danke schön. Gut, in Ordnung. Und da sitzen wir auch schon auf der Kutsche, die wir begleiten sollen. Und wir haben wieder positive Ehre bekommen. Das ist sehr nett. So. Gut, wir haben auch kein Halstuch auf, so wie es aussieht. Das ist natürlich auch in Ordnung. So, wir werden gleich mal eine Waffe in den Anschlag nehmen. So, er fährt jetzt. Wir können auch tatsächlich das selber übernehmen. Sind wir etwas schneller und wir müssen jetzt beide Kutschen abliefern. Haben hier 12 Minuten Zeit für die ganze Geschichte. Wir machen das ganz entspannt, ganz in Ruhe. Lassen wir die hier fahren. Die wissen schon, was zu tun. Wir sind ja nur als Begleitschutz angeheuert. Wollen wir mal sehen, ob genau was passiert. Auf jeden Fall sind wir ganz nett. Jetzt sind wir erstmal so unterwegs und wir können mal wieder eine andere Mission sehen. Die haben wir ja schließlich noch nicht gemacht. Von daher auch mal eine nette Abwechslung jetzt hier. Und mal durch die Gegend kutschiert zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes, ist natürlich auch eine sehr nette Abwechslung. So, und vor allem in so einer schönen, klaren Nacht hier. Wie spät haben wir das eigentlich? Gucken wir mal ganz kurz. Oh, 23.42 Uhr. Dafür ist es aber sehr hell. Tja. Na gut. Ist das so. So, wir haben hier das Kakanum-Anschlag. Okay, erzählt uns hier irgendwas. Ich habe jetzt nicht zugehört. Irgendwas vom Human Animal hat er erzählt, also vom menschlichen Tier. So viel ich verstanden. Oh, scheint ruhig zu sein hier. Scheint keiner was von uns zu wollen. Ja, also eigentlich läuft es darauf hinaus, dass hier irgendwo gleich eine Straßensperre oder so auftauchen sollte. Und wir können das auch mal kurz beschleunigen. Wir übernehmen mal ganz kurz und werden einfach mal ein bisschen die Sporen geben sozusagen. Oder hier mal die Zügel geben. Ja. Wenn wir die anderen noch nicht abhängen. Aha, jetzt werden wir den Fahrer wechseln, denn wir haben hier offensichtlich irgendjemand, der was von uns will. Das ist auf jeden Fall besser. Wir kümmern uns da drum. So, rechts ist auch noch einer oben. Da muss auch noch einer stehen dahinter. Das ist schlecht zu sehen. Naja, der ist aber zu sehen. Und von hinten kommt auch noch einer. Okay, jetzt sind wir auch angreifbar. Jetzt sind wir wieder aus dem defensiven Modus rausgeholt. In Ordnung. Der ist nicht zu sehen. Der sollte mal lieber fahren, als dass er hier stehen bleibt, der Kerl. Finde ich jetzt gerade ja nicht gut. So, wir sind jetzt auch, wie gesagt, angreifbar. Ich bin nochmal erwischt. So, jetzt können wir mal bitte weiterfahren. Das wäre nett. Danke. Gut, machen wir das selber, wenn er nicht fährt. Die andere Kutsche ist nämlich schon vorgefahren. Der hat uns gerade überholt. Und wir sollen die Karawane im Übrigen nach Fort Mercer bringen. Eigentlich müssen wir uns das mal kurz auf der Karte anschauen. So. Jetzt fährt er wieder. Wir nehmen mal selber die Zügel in die Hand. Und dann beschleunigen wir das hier mal ein bisschen. Die dann hier das so langsam sind hier. So. Ich hoffe, der Zweite hat das auch hier überstanden. Das ist gut. Und der scheint eigentlich mitkommen zu wollen. Das ist nicht gut. So, er soll mal weiterfahren. So, macht er. Oh, oh. Wir sollten uns mal um den Zweiten kümmern. Wir werden mal zurücklaufen kurz, da brauchen wir uns Beauty nicht ranholen. Der scheint da vielleicht erledigt worden zu sein. Dann müssen wir die Kutsche selber fahren. Der wäre jetzt ein bisschen unangenehm, das gibt es aber auch. Oder ist irgendwas im Weg? Nee, bei dem scheint nur irgendwas im Weg zu sein. Wir plündern mal die Leiche hier, steigen mal auf und übernehmen mal selbst die Zügel. So. Der scheint hier nicht. So. So, wir fahren mal. So. Na, die Kutsche hängt hier scheinbar irgendwie. Das ist ja nicht gut. Oh, oh, das ist nicht gut. Ja, die Kutsche hängt komplett. Das ist nicht schön. Das ist nicht gut. Ja, die lässt sich nicht mehr bewegen. Der scheint hier an irgendwas festzuhängen. Also haben wir hier irgendwas verbuggt, denn ich sehe ja nicht, wo der sich hätte festfahren können. Aha. Das ist nicht gut. Ja, nicht gut. Tja, ich sehe hier nichts, was hier im Weg ist. Wir werden der wegräumen müssten. Ja, können wir nichts machen. Wenn wir mal die Waffen einstecken, mal sehen, ob wir die... Ja, den Gegner wegräumen können. Vielleicht hilft das schon.
Das wäre natürlich gut, weil hier der jetzt sich dran aus irgendeinem Grund und blockiert irgendwie die Wegfindung. Und den schmeißen wir mal weg. So. Das ist jetzt aber sehr schade, wenn das jetzt hier viel schlägt. Beim Aufsteigen. Auf jeden Fall wird von vorne geschossen. Das ist nicht gut. Und der ist erledigt. Oh, oh, das ist nicht gut. Ah, das ist jetzt hier echt. Ja, und die Pferde lassen sich nicht steuern. Dann wird die Mission jetzt fehlschlagen. Das ist natürlich nicht schön. Das ist ja nicht gut. So, wir holen uns mal Beauty ran. Brauchen jetzt hier mal Unterstützung. Das ist... Ja, aber mal eine kaputte Mission sozusagen. Oder auf jeden Fall eine, die fehlschlagen wird. Na, das ist nicht gut. Naja, passiert das auch mal. Muss auch mal sein. So, schauen wir mal, was der andere Wagen sagt. Ich glaube, die haben den anderen Fahrer ausgeschaltet. Mal sehen. Ah ja, der ist auch erledigt. Oh je. Yeah. Oh, war ja völlig versagt, ey, bei der Mission. Nicht gut. So, wir werden ihn mal runterschmeißen und wenigstens diesen Wagen, wenn der sich noch fahren lässt, zum Zielort bringen. Das war also nicht komplett hier. Denn 100% den Fehlschlag haben. Müssen wir jetzt die Sachen, wie gesagt, erstmal selber in die Hand nehmen. Was denn das Wort ist? Und davon haben wir wohl eine Straßensperre. Wir wollen uns um die mal kümmern. Er hat auch seinen Hintern zu sehr rausgestreckt. So. Das war das. So, der ist erledigt. Der ist erledigt. Ne, ist er nicht. Scheint eine gerade Kopftreffer. So, wir fahren auch schon mal weiter. Schaut mal wieder auf die Doppelrevolver, der geht besser als so. Jetzt haben wir noch 7 Minuten Zeit. Dann würde ich sagen, gucken wir uns die hier mal an, weil die haben so fallen lassen, beziehungsweise die so dabei haben. So. Und wenn wir hier noch Zeit mit haben. So. Oder wir werden hier noch Zeit haben, das hier zu erledigen. Den hat er Nut verloren, ne? So ein Pech aber auch für ihn. So, was hat der da dabei? 9 Cent. Auch da lohnt der Absteigen ja nicht. Da sind wir ja ins andere Kaliber hier gewöhnt. So. Naja. Müssen wir uns noch ein bisschen was extra verdienen, wenn das hier schon schief gegangen ist. Und wir die zweite Kutsche nicht abliefern können. So, eben Goldzahn. Naja, bin gespannt. Habe also noch nie bei einer Mission eine Kutsche verloren. Also entweder ist es komplett schief gegangen, weil man gestorben ist. Oder, tja, man hat Bedert abgeliefert. Aber dass nur die Hälfte abgeliefert wird, das hatte ich auch noch nicht. So, ich glaube, wir müssen hier irgendwo lang. Und die Wegfindung ist gerade ein bisschen ulkig. In Ordnung. So, nach Fort Mercer ist schon klar. Da hinten müssen wir hin. Ich weiß nicht, was das Wegfindungssystem hier gerade macht. Das sieht sehr ulkig aus. Wir müssen auf jeden Fall den linken Weg am besten nehmen. Dann sollten wir da ankommen. Ja, Fort Mercer, ein altes Fort aus dem Bürgerkrieg, beziehungsweise aus dem quasi, ja, aus der Besiedlung, nennen wir das mal, des Westens. Also. Ja, kommt hier was? Ne, kommt nicht. In Ordnung. So, das ist natürlich ein bisschen schade, dass das passiert ist. Aber nun gut, oh, so was muss es auch mal sein. Bin ich auch sehr gespannt darauf, wie jetzt der Missionsabschluss dann aussehen wird. Ob wir uns da dann noch, ja, die restliche Zeit irgendwie vertreiben müssen, wenn wir die zweite Kutsche da nicht abliefern können. Denn ich wüsste nicht, dass wir sie irgendwie in irgendeiner Form abschließen können, wenn nicht die zweite Kutsche da eintrifft. Es gibt eigentlich niemanden, der denn als Ansprechpartner quasi dient, wo man sagen kann, so, jetzt beenden wir die Mission hier. Und die zweite Kutsche ist ja auch nicht zerstört worden. Vielleicht hätten wir das noch machen sollen. So, wir gucken, wo wir jetzt hier hin müssen. Wir umrunden das Gebiet einfach mal. Ich glaube, hier vorne müsste ein Eingang sein. Ja, das ist auch Teil einer Story-Mission, auf jeden Fall hier im Online-Modus. Da muss man dann das gesamte Fort einnehmen. So, wir haben auf jeden Fall die Kutsche erstmal am richtigen Ort. Okay. Und jetzt heißt es, wir sollen auf den Karawanwagen steigen. Ja, ja, das ist natürlich witzig. In Ordnung, würde ich sagen, wir kümmern uns um die Angreifer, die jetzt hier noch kommen. Schalten die mal aus und dann reiten wir mal zurück. Wir können es auch noch mal versuchen. Vielleicht hat sich das ja irgendwie durch die Entfernung auch entbuggt sozusagen. Das passiert ja auch manchmal. Ich weiß nicht, ob wir das in 4 Minuten noch schaffen können. Aber bevor wir einfach nur rumstehen und ja nichts machen, ist das der beste Weg, das zu versuchen. Manchmal funktionieren solche Sachen, ja. Also ich auch schon gehabt, dass man dann hier die zweite Kutsche erstmal ein Stückchen des Weges runter wieder einsammeln muss und dann selber noch wegbringen, so wie eben. Aber dass wir hier beide Fahrer verlieren, war nicht schön. Aber das war jetzt auch wirklich den Umstand geschuldet, dass der da ja, festgesessen hat. Da müssen wir uns ja um andere Sachen kümmern, als um die, ja, um das eigentliche Verteidigen der Karawane. Naja, nicht schön. Aber nun gut, macht die Sache ein bisschen mehr Spaß, so kann man das auch betrachten. Also von daher, nehmen wir das mal sportlich und ja, wir haben die Hälfte auf jeden Fall abgeschlossen. Also so schlecht sind wir nicht. Und dafür, dass wir die ganze Allee gemacht haben, hätten ja auch mehr Leute anheuern können, aber nichts ist.
Tja, müssen wir selber wissen. Dann haben wir da vorne. Möchte da. Ah, das ist wieder die Straßensperre. Okay. Hier ist jetzt keiner mehr, natürlich nicht. So, wir lassen uns mal von der Wegfindung hier nicht verunsichern. Wir haben noch 3 Minuten. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Also wenn wir den Wagen tatsächlich in Bewegung kriegen sollten, dann sollte man das noch schaffen können. Das wäre natürlich großartig. Das wäre dann hier echte Handarbeit sozusagen. So, wir sind an der Karawane, an dem Wagen zurück. Der steht ein bisschen anders, meiner Meinung nach. Mal sehen, ob ich recht habe. Mal sehen, ob das jetzt hier nügt. Ja, das ist ein bisschen weiter links, habe ich das Gefühl. Mal sehen. Tatsache. Na, hervorragend. Gut. Ja, dann könnte das ja noch klappen. Dann werden wir hier mal so schnell wie möglich zurück nach Fort Mercer. Jetzt haben wir auch den Vorteil, wir wissen den Weg und wir haben auch schon die Straßensperre ausgeschaltet. Also das könnte doch noch gut aussehen. Sich, ja, 3 Minuten, das sollte ja kein Problem sein. Wir haben jetzt 1,30 mit dem Pferd gebraucht. Dann werden wir das auch wohl in der Zeit schaffen. Also schon wieder an der Straßensperre, halten wir uns gleich links. Wissen wir ja, das geht mal nichts. Also macht das die ganze Sache noch interessant. Also ich habe das nicht extra spannend gemacht, das ist jetzt einfach mal so. Mal sehen, ob wir hier noch Besuch kriegen oder ob es das war oder ob wir jetzt hier einfach bis Kutsche fahren dürfen. Oh Gott. Ja, das ist so eine ganz nette Geschichte hier und kein anderer Spieler, der uns jetzt hier angegriffen hat, das hätte ja auch noch passieren können. Wie gesagt, wir sind ja aus dem Defensivmodus, in dem wir uns normalerweise befinden, rausgeholt worden. Und man hätte uns jetzt angreifen können, man hätte uns die Kutschen kaputt machen können, hochstehlen und uns in eine ganz andere Richtung fahren. Also das wäre alles möglich gewesen. So, ich glaube, wir müssen links rum oder rechts. Oh Gott, das ist jetzt aber schwierig hier mit einem Nebel. Wir schauen mal ganz kurz. Ne, wir sind völlig richtig unterwegs. Alles gut. Und wir haben noch 2 Minuten. Die Kutschen sind nicht zerstört, nur die beiden Fahrer sind drauf gegangen. Ein bisschen Schwund ist immer, kann passieren. So, eigentlich bräuchte man hier eine Lampe, hier sieht man ja nichts. Da muss man sich auf die Karte jetzt unten verlassen. Da unten kann man auf jeden Fall, also jetzt kann man im Hintergrund schon. Oh je, ist das neblig. Ich hätte nie erwartet, dass in der Wüste so, Nebel, so viel Nebel sein kann. Meine Güte. Da sieht man ja wirklich ja nichts. Gut, wir fahren einfach mal querfeld ein. Ich hoffe, das ist keine schlechte Idee jetzt hier. Nicht, dass wir uns irgendwo festfressen. Die Kutsche irgendwo stecken bleibt, das wäre jetzt natürlich echt schade. Jetzt würde ich nur sagen, wir machen das mit Last Minute. Wir warten die 30 Sekunden mal ab. Entspannen wir uns noch einen kurzen Moment. Und dann fahren wir die Kutsche da ins Zielgebiet. Und dann hätten wir das auch schon. Da vorne steht die andere. Die kann man schon da ganz dezent erkennen. Also wir lassen das jetzt runterlaufen bis auf 59 Sekunden. Und dann setzen wir den Weg fort. Und dann wartet eigentlich. Ganz viel die Loven hier eigentlich. Ja, wie gesagt, dass die Fahrer jetzt drauf gegangen sind. Na ja, gut. Kann ich ganz ohne ändern. Oh, haben wir gleich. So, wie gesagt, jetzt haben wir 59 Sekunden. Jetzt fahren wir den Anwagen da auch noch vor. Und dann haben wir das. Sehr schön, hat das doch noch geklappt. Oh, beide Kutschen abgeliefert. Hervorragend. So, und wir sind das erste Mal in Fort Mercer. Wir haben jetzt wieder 32 Gold-Dollar Cent bekommen. Und nur 18 Dollar oben drauf. Und haben die Mission abgeschlossen. Ein bisschen, ja, ein bisschen Ehre bekommen. Ja, 5.28 Uhr hier angekommen. Gut. Oh, auch wieder die Nacht, die rumgekriegt, würde ich sagen. Ha, gut, okay, wartet das wieder. Sehr schön, das hat ja wieder Spaß gemacht. War ein bisschen unerwartet und ja, ein bisschen ja, wild, muss ich sagen. Aber nun gut, war jetzt nicht die professionellste Arbeit, aber wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Gut, also, wie gesagt, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Hier beziehungsweise hier in der Nähe geht es dann beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, wenn wir hier mit Red Dead Online weitermachen. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.